Grüße Leute und willkommen bei Zelda Secrets. Hier beantworte ich euch eure großen und kleinen Fragen zum Zelda-Universum. Und wieder einmal ist von Link's Awakening über Twilight Princess bis hin zu Breath of the Wild alles mit dabei. Starten wir durch mit Frage Nummer 1. Seven Mars fragt, oder vielmehr fordert, nenne ein sinnloses Detail in ein Zelda-Game. Ja gut, davon gibt es eigentlich richtig viele. Ich meine, die Spielreihe ist groß, aber wie wäre es einfach damit? Das kennen die wenigsten. In Link's Awakening kann man beim Kranspiel den Kranbesitzer schnappen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, ist aber trotzdem ein tolles Detail und am Ende wird man vom Ladenbesitzer rausgeworfen, weil man einfach zu gut ist. Frage Nummer 2. Kokorese fragt, besteht ein familiärer Zusammenhang zwischen Fado aus Ocarina of Time und dem Fado in The Wind Waker, der einer der Weisen ist? Ich meine, vielleicht ist es ihr Sohn oder ihr Enkel. Leider nein, die beiden stehen in keinerlei verwandtschaftlichen Verhältnis, weil Kokiri eben keine Kinder haben, jedenfalls nicht nach der Zelda-Lore. Tatsächlich ist Fado einfach nur ein sehr beliebter Name in Hyrule bzw. in der Zelda-Serie, da nicht nur zwei Kokiri danach benannt wurden, sondern auch ein Mensch, und zwar dieser hier. Wer den Charakter schon wieder vergessen hat, der arbeitet auf der Ranch in Twilight Princess und gibt euch ein paar Tipps zum Reiten. Übrigens hat Fado noch eine schöne weiterreichende Bedeutung, denn im Japanischen heißt es so viel wie Schicksal oder göttlicher Wille. Außerdem ist es ein portugiesischer Musikstil, aber ich denke, damit hat die Namenswahl nichts zu tun. Claser789 fragt, wer ist der Stärkste aller Links? Gute Frage. Ich denke, das klären wir mit einer kleinen Runde Smash. Da sind ja wenigstens vier mögliche Link-Varianten vertreten und ich denke mal, da kann man einen ziemlich guten Sieger wählen. Antreten werden Schatten-Link, Link aus Breath of the Wild, junger Link, bekannt aus Majora's Mask und Ocarina of Time und Toon-Link, bekannt aus The Wind Waker, Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Hallo meine Herren, ich begrüße Sie zur Weltmeisterschaft der Elfenprügler in Hyrule. Es haben sich eingefunden vier Kämpfer, die wir alle besonders gut kennen. Und es wird auch schon losgemäß. Schattenlegen sieht man hier klar im Vorteil. Doch der Bombeneinsatz vom Link von Breath of the Wild lässt sich auch ziemlich sehen. Ich bin aber der Meinung, dass Toon Link vielleicht die schlechtesten Chancen aufgrund seines Körperbaus hat. Aber wir wollen nicht da zu sehr vorteilen, denn wir wissen auch, dass Link sehr viel Techniken besitzt, die nicht nur mit seiner Körperkraft allein hängen, sondern auch seinen Bumerang perfekt einsetzen kann. Genauso wie sein Bogen. Und wir sehen aber hier schon, dass die Bomben doch dominieren. Wenig Schwertschläge im Verhältnis dafür, dass es vier Schwertkämpfer sind. Ich sehe den Mund und harter Treffer gegen den jungen Link. Aber wir sehen auch gleich eine Wirbelsturmattacke. Ja, und wieder macht sich Schattenlink ganz deutlich hier vom Teilnehmerfeld hervor. Macht eine sehr gute Figur. Natürlich Frisur. Jeder Link hat eine gute Frisur, das wissen wir ja alle. Darauf legt der junge Elf von heute Wert. Aber ganz Gemäsche hier. Ich konzentriere mich gar nicht mehr auf den Kampf, weil es so viel Action ist und ich gleich einen epileptischen Anfall kriege. Okay, hier war Schattenlink der Sieger, aber ihr wisst ja wieder, das Smash ist. Eine neue Runde gewählt, gewinnt jemand anders. Und eigentlich verliert Schattenlink in jedem Zelda-Spiel, wenn er gegen einen richtigen Link antreten muss. Daher sage ich einfach mal, der körperlich stärkste Link und vielleicht auch der stärkste Kämpfer ist der erwachsene Link aus Ocarina of Time. Einfach allein, weil er den größten Oberarm von allen hat. Guckt euch doch mal diese Keule an! Definitiv ein Atze. Und das sage ich nicht nur, weil es mein absoluter Lieblingslink ist. Aber wie gesagt, so gesehen hat jeder Link seine Vorzüge und Techniken. Bube Rone schreibt, nenn doch mal bitte ein interessantes Detail aus einem Zelda-Spiel, was ich noch nicht kenne. Ich schätze einfach mal, das bezieht sich auf einen Fakt, den du nicht kennst und nicht auf ein Zelda-Spiel, was du noch nicht kennst. Aber gut, gar kein Problem, hier ist dein Fakt. Wenn man in A Link to the Past in Kakariko in einer bestimmten Hütte nachsieht, findet man unter einem Krug ein Huhn. Bestreut man dieses wiederum mit einem Zauberpulver, verwandelt es sich in ein junges Mädchen. Und ja, das ist keine Frau, die verwunschen wurde, sondern wirklich ein Huhn, was Link wirklich in einen Menschen verwandelt, was mit dieser Entscheidung gar nicht einverstanden ist und am Ende sagt, ich wäre doch gerne wieder lieber ein Huhn. Ja, Link kann mit dem Zauberpulver auch ganz schön viel Chaos anrichten, zum Beispiel hier eine alte Frau einfach verschwinden lassen. Voxmaster fragt, oder vielmehr fordert,
Nenne ein sinnloses Detail aus Twilight Princess. Jetzt mal ehrlich, was habt ihr dort mit den sinnlosen Details? Na gut, die machen ja auch Spaß. Hier ist dein sinnloses Detail. Zückt man in Skyward Sword während des Kampfes gegen den Todbringer das Schmetterlingsnetz, guckt ein dieser kurz irritiert an. Dies funktioniert übrigens auch in Twilight Princess, wenn man gegen Ganondorf kämpft und die Angel rausholt. Und wen das jetzt noch nicht kurios war, man kann auch mit der Flasche in Ocarina of Time die Energiegeschosse von Ganondorf wieder auf ihn zurückschicken, nicht nur mit dem Master Sword, Hammer oder Langschwert. Ach komm, dann hau ich gleich noch einen sinnlosen Fakt heraus. Auch wieder Twilight Princess. Geht man zum Wahrsager und redet mit diesem und bezahlt auch ein bisschen Geld für eine Voraussage, wird dieser irgendeinen unverständlichen Quatsch labern. Aber im Prinzip steht dort in Spiegelschrift, Wait, Logging takes a while. Also kurz gesagt, warte, die Ladezeiten dauern noch ein bisschen an. Übrigens heißt die Wahrsagerin im Original Fanadi. Dies ist ein Bezug auf die drei Göttinnen von Zelda. Faore, Nairu und Din. 89 Zig 84 fragt. Warum sind Links Haare in der Link to the Past pink? Dies hat was mit dem begrenzten Farbkasten des Super Nintendos zu tun. Dieser kann nämlich zeitgleich nur 16 Farben darstellen. Und bei den bunten Umgebungen von Zelda war leider kein Platz mehr für gelb-braune Haare für Links Haar. Daher entschied man sich einfach für pink. Denn Links Hasenform in der Schattenwelt ist ja ebenfalls pink. Trotzdem sind Links Haare auch auf dem Super Nintendo eher blond-braun. Das sieht man dann auf den Artworks. Landbuster Mazda fragt, wie viel wäre ein Rubin bei uns wert? Also ich meine teuer. Verdammt gute Frage, wir wissen ja, dass der grüne Rupie nur einen Punkt bringt, der blaue 5, der rote 10, obwohl das von Spiel zu Spiel auch ein bisschen variieren kann. Allerdings, wie viel kostet ein einziger in Euro? Vor längerer Zeit hat eine Immobilienagentur Link's Haus aus Breath of the Wild auf ein echtes Haus umgemünzt, um zu schätzen, wie teuer es ihm gekommen wäre. Dadurch kam man zum Schluss, dass ein Rubin in Zelda 1,17 Euro wert ist. Natürlich kann man diesen Vergleich auch mit anderen Dingen in Zelda anstellen, zum Beispiel mit Äpfel und ähnlichen. Bomben sind vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber nehmen wir einfach mal den überhöhten Milchpreis in Zelda. Da wiederum passt es dann überhaupt nicht mehr. Das liegt aber auch daran, dass die Dinge in Zelda eben einen anderen Wert haben als bei uns. Sollte aber einmal Hyrule-Exporteur in die EU werden, werden wir die genauen Preise wohl sicher erfahren. Und noch einmal Landbuster Master. Hat Shadow Link aus Ocarina of Time zufällig die Metallmütze aus der grünen Kiste von Super Mario 64 genommen? Das hat schon Ähnlichkeit. Und die Antwort ist ja, denn beide beruhen auf der gleichen Textur. In Ocarina of Time hat man diese Textur einfach nur etwas dunkler gemacht, um genau diesen Effekt zu erzeugen. Und ich muss für meinen Teil gestehen, beide Effekte sehen heute noch richtig gut aus. Analogik 787 fragt, spielt Mario Kart nach Breath of the Wild in F-Zero? Nein, warte mal, das ist eigentlich ganz einfach. Ach Moment, haha, Scherzfrage, ich verstehe. Aber die Lösung ist trotzdem ganz simpel. Bei Mario Kart 8 ist Link aus Skyward Sword mit dabei, was mehrere Eonen vor Breath of the Wild spielt. Und damit sind alle Charaktere aus Mario Kart 8 in Breath of the Wild schon tot. Also Mario, Bowser und so weiter, außer Knochentrocken, der war eh schon tot. Ach ja, und New City aus F-Zero wurde in Mario Kart 8 nur durch einen Raumzeittunnel erreicht, der durch Dr. Wily in Arno Londo aktiviert wurde. Jetzt alles klar? Das war's heute auch wieder mit Zelda Secrets und euren Fragen zum Zelda-Universum. Schickt weiter fleißig Fragen ein, wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder, ich sag bis die Tage und ciao!